Hi und herzlich willkommen bei diesem Video. In diesem Video möchte ich über mehrere Zeichnungen reden, die ich gemacht habe während einer Therapie, in einer Kunsttherapie, und euch sie mal zeigen und einfach mal erklären, was habe ich da gezeichnet. Ich hol die mal kurz aus dem Schrank raus. Ich bin ein Idiot. Ich habe erstmal das Video gestartet, obwohl ich gar nicht die Zeichnungen in der Hand habe. Bin gleich wieder da. So, ich habe die Zeichnungen hier. Fangen wir mal mit den ersten Zeichnungen an, die ich in der Therapie gemacht habe. Das ist diese hier. Ich zeig dir mal ganz. Ja. Die habe ich gemacht. Also die Therapeutin hatte mal gesagt, zeichnet mal etwas von der Momentaufnahme, und in dem Moment ging es mir halt nicht so gut. Ich hatte einen Overload und ich wollte das einfach visualisieren, wie ich mich dabei fühle, wenn ich in so einem Overload bin. Also hier seht ihr hier eine Person, die gerade ihre Ohren und Augen zuhält und wo die Dunkelheit halt immer mehr zerfrisst. So fühle ich mich, wenn ich in einem Overload bin, der zum Meltdown wird, also zum Nervenzusammenbruch. Da fangen dann auch Gedanken an, wie bestimmte Wörter, Buchstaben, Uhrzeiten. Die wiederhole ich dann immer wieder im Kopf. Zum Beispiel 5, wieso, dort, was steht da? Zeichen, Fragezeichen, sie, gottlos, ich, Angst, was, 8, und dann nochmal die Zahl als 8, Uhrzeit, allein, 3, 7, also in Silben, also analysiert halt. Dann 2, wo, auch nochmal die 2 als Zahl, und dann Panik, also auch als Silben, Panik, Wort, wieso ich, Druck, Goldfield, warum, ich habe was mit Goldfield zu tun, und zwar ich rauche Goldfield-Zigaretten, und deswegen ist das bei mir im Kopf geblieben. Dann halt da, 5, wieso, also auch wieder in Silbenform, dann dort, Zeichen 17.40 Uhr, Vater, und hab dann am Kopf dieser Person nochmal dargestellt, dass sie, während ich im Overload bin, warum ist das gerade so, dass ich Druck an den Schläfen und an der Stirn habe. So, dann kommen wir zu der nächsten Zeichnung. Das habe ich in Ergotherapie gemacht. Ich wollte einfach mal darstellen, wie wirkt die Welt auf mich, wenn ich halt mal alleine bin und nachdenklich bin. Wenn ich mich irgendwo sitze, die Menschen für mich sind einfach nur Figuren. Also jetzt nicht bildlich gesehen, sondern metaphorisch. So, die reden miteinander. Ich fühle mich eher einsam und eher traurig, aber eher nachdenklich, würde ich sagen. Ja, das ist ein relativ spontanes und ich würde sagen, einfaches Bild. Dann hatte ich wieder Kunsttherapie und da sollte ich zeichnen, wo möchte ich mich befinden. Und ich habe dann die Idee gehabt, so
Ich wäre gerne dort, bin aber hier, also im Dunkeln. Und dass das für mich ein Wunschdenken ist. Dass ich gerne an einem Ort wäre, wo ich alleine bin und einfach Ruhe habe und mich wohlfühle. Aber dass das eigentlich nur ein ferner Wunsch ist. Deswegen diese Farben. Ja. Dann. Moment. Kommen wir zu diesem Bild. Das ist eigentlich nur eine Zeichnung, also es ist keine Malerei. Ich halte euch das mal so vor, damit ihr es auch mal lesen könnt. Das soll mich darstellen, wie ich mich verstelle, eine Maske trage. Ich habe die Sachen auf Englisch geschrieben. Ich hoffe, euer Englisch ist nicht schlecht, dass ihr das verstehen könnt. Ansonsten lese ich das gerne vor. Also, always put a smile on your face, also immer lächeln. Versteck dich hinter einer Maske. Also, ich habe jetzt keine Maske hier, aber ne? Die Maske hier. Act friendly and normal. Benimm dich freundlich und normal. Hide your personal traits, also deine Persönlichkeitsmerkmale. Versteck sie. Force friendships to protect yourself from bullies. Also zwing dich selber dazu, Freunde mit anderen zu sein, damit du dich selber vor Mobbing schützt. Denn ich hätte mal eine Zeit, wo ich gemobbt worden bin, da habe ich auch ein Video zu gemacht. Das könnt ihr auch gerne, ja, sehen. Dann just function, also funktioniere einfach. Ja, das war's. Das war, also ich hatte noch ein anderes Bildchen, aber das war auf die Klinik bezogen. Die mich halt behandelt und die hat keinen guten Job gemacht. Die hat sich auf etwas bezogen, was bereits behandelt wird und für mich persönlich keine Probleme dargestellt hat. Dementsprechend habe ich mich verarscht gefühlt. Aber dazu ein anderes Video, da möchte ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Ich bedanke mich dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt und euch das Video hier angesehen habt. Das bedeutet mir natürlich immer sehr viel. Sollte euch das Video angesprochen haben und gefallen haben, könnt ihr mir gerne ein Abo geben und ein Like da lassen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich. Ciao.